Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat der Kollege Manuel Sarrazin das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, zunächst kann man diesem Hause nicht vorwerfen, nicht auch mit Ungarn zu reden. Und ich möchte jetzt nicht so sehr die ungarische Botschaft loben, aber es gibt wohl kaum eine Botschaft und einen Botschafter, der so viel dafür sorgt, dass wir mit allen Meinungen auch im Dialog sind. Deswegen ist dieser Vorwurf, wir würden nur über Ungarn reden und nicht mit, ein Vorwurf, der weder dieses Haus eigentlich treffen kann. Und erst recht muss ich die ungarische Botschafterin vor in Schutz nehmen, dass diese Behauptung hier so stehen bleibt, Herr Wadefuhl. Das Zweite ist, wir haben mit diesem Antrag ein Interesse an der Versachlichung der Debatte gehabt. Und wenn Sie ihn lesen, merken Sie es auch. Und Entschuldigung, Sie haben mit dieser Debatte genau dieses Interesse ad absurdum geführt und alle möglichen Argumente reingeholt, anstatt den sehr konnotierten und prononzierten und genauen Stil dieses Antrags zu folgen. Das finde ich schade. Ich kann mich allem anschließen, was Sie gesagt haben über die Geschichte Ungarns und Deutschlands. Ich würde sogar so weit gehen, dass die Vereidigung von Joachim Gauck morgen eigentlich nicht ohne Ungarn zu denken wäre. Da sind wir uns einig. Ich möchte aber auch sagen, dass Jagland, der Generalsekretär des Europarats, Herr Wadefuhl, heute in der FAZ sagt, Zitat, es geht nicht darum, Ungarn von außen Regeln aufzudrängen. Es geht um Verpflichtungen, die Ungarn sich selbst aufgelegt hat. Das ist richtig. Wir alle haben den Vertrag von Lissabon unterschrieben, die Beitrittsakten unterschrieben. Damit haben wir uns zu den europäischen Werten aus dem EUV und aus der Grundrechtecharta bekannt. Wir haben mit der SPD zusammen diesen Antrag vorbereitet, weil wir uns Sorgen machen um die Grundwerte und um diese Grundrechte in Ungarn. Mit diesen Sorgen stehen wir aber eben nicht alleine da. Und da muss ich Ihnen sagen, das ist nicht nur das Mediengesetz. Nach Verabschiedung der neuen Verfassung im April 2011 hat gerade das Auswärtige Amt in Person von Herrn Heuer formuliert, unsere im Zusammenhang mit den Mediengesetzen aufgekommenen Befürchtungen werden mit der heute verabschiedeten Verfassung und ihrem Zustandekommen bestärkt statt entkräftet. Zitat Ende. Das ist doch eine eindeutige Sache, dass wir uns eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt befinden. Wenn wir aber mit diesem Antrag uns sehr weit im Rahmen der Haltung der Bundesregierung befinden, frage ich mich, warum konnte CDU, CSU und vor allem die FDP eigentlich nicht mitmachen bei der Entwicklung dieses Antrags? Das ist mir wirklich ein Rätsel. Es geht in unserem Antrag nicht darum, über einzelne ungarische Gesetze zu sprechen oder der ungarischen Regierung zu erklären, wie man Politik macht. Es geht darum, dass wir als Teil der Europäischen Union uns über Grundwerte und Grundrechte in der EU Gedanken machen müssen. Wer behauptet, dass so eine Debatte nicht hierher gehört, hat etwas nicht verstanden. Die EU ist nicht einfach ein Verbund souveräner Nationalstaaten. Wir sind eine Gemeinschaft, die auf Werten basiert. Und zur Funktionsfähigkeit der europäischen Demokratie gehört auch, dass die Demokratien in den Mitgliedstaaten funktionieren. Wir machen uns ganz konkrete Sorgen. Drei Beispiele könnte ich Ihnen vortragen. Ich werde nicht alle schaffen. Aber eins ist mir doch sehr wichtig. Die Rechte der parlamentarischen Opposition. Ich bin oft in Budapest gewesen. Viele Gäste aus Budapest sind hier. Die Opposition stellt uns immer wieder dar, dass die neue Hausordnung des Parlaments sie dazu bringt, dass Gesetze nicht mehr adäquat beraten und diskutiert werden können, bevor sie verabschiedet werden. Die neue Regelung in der Hausordnung, dass jetzt 24 Mal im Jahr innerhalb von 24 Stunden die Einbringung eines Gesetzes bis zum Abschluss stattfinden kann, ist doch nicht nur uns sozusagen abstrus. Wie kann dann noch wirkliche Beratung stattfinden? Auch Ihre Kollegen in Fidesz und KDNP teilen diese Skepsis. Aber Sie trauen sich nicht, auch hier mal Stellung zu beziehen. Das finde ich schade. Und dass Sie die Kardinalgesetze sind ja nichts Neues in Ungarn, aber dass unter die alte Praxis der Kardinalgesetze jetzt auch die sogenannte Flat Tax fällt, ist meiner Ansicht nach auch eine neue Qualität, die gerade uns gut anstehen würde, auch zu benennen. Denn meiner Ansicht nach ist es so, dass die Zweidrittelhürde grundsätzlich nur zur Änderung der Verfassung oder ähnlich weitreichender Regelung notwendig sein sollte. Ich finde es schwierig, wenn möglicherweise künftig gewählten Parlamentsmehrheiten die Verfügung über das Budget nicht mehr gewährleistet ist, weil ein wesentlicher Teil der Einnahmeseite der Kontrolle des Parlaments entzogen ist. Und das halte ich für ein aufkommendes Demokratieproblem. Das ist kein Ungarn-Bashing, sondern das ist schlicht und einfach Sorge aus Interesse an dem Land. Abschließend, wir möchten einen fairen Dialog über die Vereinbarkeit der gesamten geänderten ungarischen Rechtsordnung mit den Grundwerten der EU. Wir wollen diesen Dialog versachlichen und wollen ihn durch einen unabhängigen Bericht
sozusagen in ein Gesamtbild bringen, wo wir uns auf einer Grundlage gemeinsam Gedanken machen können, die einen fairen Dialog erlaubt. Die Freundschaft, die besondere Freundschaft, heißt, dass wir Dialog führen. Kritik und offene Worte sind für uns Teil dieser Freundschaft. Danke sehr. Der letzte Redner in dieser Debatte.